Hallo, hier ist der Christoph von Schnauze58 und ihr seht, es geht heute wieder um das Observer. Ich habe mir das ja gekauft und wollte es als User, weil es schön flach und sehr gut zu tragen ist, aber es war stumpf. Und so habe ich eben ein paar Stunden investiert, habe die Klinge hier ungefähr von hier nach vorne ballig angeschliffen, sind jetzt noch ein paar Kratzer drin, die werde ich aber noch rauspolieren. Und jetzt schneidet das Ding plötzlich. Ich kann das mal kurz zeigen hier an Papier. Das geht jetzt also wunderbar. Geht dadurch wie Butter. Man muss natürlich ein paar Stunden Arbeit investieren. Normalerweise sollte es ja so sein, dass man ein Messer kauft und kann es benutzen. Zum Batonen war das Ding auch gar nicht so schlecht, nur es hat halt nicht geschnitten, weil die Klingengeometrie eben nicht gestimmt hat. Jo, und jetzt schneidet es. Wir wollen mal noch ein bisschen am Holz rummachen. Also das geht schon. Das schneidet auch richtig rein. Ich muss da aufpassen auf den Tisch, sonst gibt das Mecker vom Chef. Also es ist jetzt wirklich scharf. Es beißt sich auch richtig ins Holz. Da gibt es also nichts. Und es lassen sich auch feine Locken mitmachen. Es schneidet jetzt auf jeden Fall. Und der 440C ist ja ein gutmütiger Stahl. Und auch leicht scharf zu halten. Das geht also jetzt wunderbar. Batonen möchte ich jetzt hier nicht. Da wird mir meine Frau aufs Dach steigen. Aber ich glaube, man hat gesehen, dass es schneidet. Wird jetzt nochmal. Und was die Wärmebehandlung von dem Klingenstahl angeht, das sind ja die Chinesen einfach super. Die holen da wirklich das Beste raus. Also, das Messer schneidet, da gibt es nichts. Und jetzt ist das auch zu gebrauchen. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich habe es jetzt schon 2 Tage in Benutzung. Ich habe ungefähr 5 Stunden investiert. Ich werde jetzt die Klinge hier vorne noch ein bisschen polieren. Und jo, dann wäre es das. Ein führiges Messer. Die Chimmings hätte ich nicht gebraucht, aber warum nicht? Oder hinten die Kydex ist sowieso klasse. Da gibt es also nichts, da wackelt nichts. Ich trage es im 45-Grad-Modus am Gürtel. Da hat man es auch gleich gezogen, wenn man es benötigt. Es ist schön flach, trägt nicht auf. Man kann es sich auch um den Hals hängen, also vom Gewicht her wird das auch gehen. Jetzt schneide das Teil und ist in meinen Augen ein super Messer. Man sollte Real Steel mal anschreiben und sollte ihm das sagen, dass ein Messer ja schneiden soll und nicht spalten. Jo, wenn ihr Lust habt, schreibt mir einen Kommentar drunter. Und ich freue mich da immer, wenn jemand, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Ich bin immer froh, wenn ich was höre. Eine Rückmeldung bekomme über diese Tests oder so, was ich da so mache. Auf jeden Fall ist das Real Steel Observer jetzt ein gebrauchstüchtiges Messer
mit einem leicht balligen Anschliff und einmal über den Keramikstahl gezogen und dann geht das. Uns rasiert. Es rasiert. Da fliegen die Haare. Hier sind sie. Jo, auf dem Messer, vielleicht kann man sie sehen. Es rasiert. Jo, bedanke mich nochmal fürs Zusehen, Zuhören. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.